Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man diesen coolen Swimmingpool hier bauen kann. Und mit dabei ist auch noch direkt ein Whirlpool. Und der ist ziemlich einfach und schnell nachzubauen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem Tutorial dafür an. Und zwar das erste, was wir machen, ist, wir suchen uns da vorne gleich den Mittelpunkt quasi aus für den Pool. Und zwar diesen hier. Da wird man dann später reingehen und dann wird der Pool eben nach links und rechts auch ein bisschen erweitert. Und ich mache den mal ungefähr hier hin. Das dürfte so circa die Mitte sein. Ja, das wird schon passen. Und dann fangen wir jetzt erstmal mit dem Rahmen drumherum an, damit ihr wisst, wie groß das ungefähr wird. Und von diesem Mittelpunkt aus gehen wir jetzt zweimal jeweils vier Blöcke nach links und nach rechts. Oder was heißt zweimal? Wir gehen vier Blöcke nach links und vier Blöcke nach rechts, so. Dann müsste das so aussehen. Und als nächstes machen wir dann nochmal drei Blöcke. Auf beiden Seiten natürlich. Dann zwei Blöcke und zwei einzelne. Das müsste dann so aussehen. Das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. Zwei Blöcke und zwei einzelne. Dann gehen wir hier fünf Blöcke. Einmal so lang. Natürlich auch auf der anderen Seite. So. Und dann gehen wir einen Block, noch einen Block und dann vier Blöcke in diese Richtung. Das müsste dann so aussehen. Das wird dann später der Whirlpool quasi, den wir jetzt dann bauen. So, vier. Und dann gehen wir zwei Blöcke nochmal Richtung Pool oder beziehungsweise Richtung Poolinneres und machen dann hier diese Reihe, das sind neun Blöcke, auch nochmal aus Quarz, beziehungsweise aus was auch immer ihr benutzen wollt. Und das müsste dann so bei euch aussehen. Und als nächstes machen wir jetzt hier drinnen quasi den Whirlpool. Und zwar müssen wir dazu jeweils in die Ecken hier nochmal einen Block setzen. Und erweitern das hier dann um zwei Blöcke. So müsste das dann aussehen. Und dann machen wir hier nochmal einen Block hin. Und hier auch. Und platzieren dann zwei Blöcke. Hier auch nochmal zwei Blöcke. Und hier kommt dann quasi die Treppe hin, die dann hinunter geht. Dazu machen wir da drei Blöcke hin. Und was wir als nächstes machen, ist, dass wir das Ganze ein bisschen runder machen. Und zwar platzieren wir dafür jeweils in den Ecken die Blöcke, die ihr eben benutzen möchtet, in diesem Fall jetzt wieder Quarz. So, und da lauft ihr dann einmal drum rum. Und jedes Mal, wenn es quasi so diagonal ist, das sieht so ein bisschen schmal aus, dann machen wir dann noch einen Block hin, dann sieht das ein bisschen massiver aus und ein bisschen besser einfach. Oder zumindest meiner Meinung nach, aber könnt ihr natürlich auch lassen, wenn ihr möchtet. Oder wenn ihr es nicht möchtet, vielmehr. Und dann müsste das Ganze so aussehen. Und was ich gerade vergessen habe, fällt mir gerade auf, ist, dass der Whirlpool ja ein bisschen höher ist als der normale Pool. Seht ihr da vorne auch. Das ist eigentlich relativ egal, aber ich finde, es sieht einfach ein bisschen besser aus. Und dementsprechend machen wir das hier auch nochmal schnell. Und dann müssen nur leider die Treppen nochmal weg, beziehungsweise höher gebaut werden. Jetzt habe ich die natürlich nicht mehr im Inventar, muss ich die jetzt mal wiederfinden. Dupdidup, da sind sie. So, die platzieren wir jetzt dahin, einfach nur nochmal einen Block höher. Und dann können wir auch schon anfangen, hier den Whirlpool schon mal zu fluten. Das mache ich jetzt mal schnell, überall Wasser hin. So, da aber nicht, das war zu viel, so. Und dann machen wir das Ganze noch ein tiefer, so dass es insgesamt zwei Blöcke tief ist, der Whirlpool. Das ist so die optimale Größe dafür, finde ich zumindest, weil man dann, wenn man auf einem Halbstein steht, quasi noch alles überblicken kann. Ich zeige euch gleich, was ich damit meine. Und dann nehmen wir jetzt Halbsteine und platzieren die hier jeweils einmal am Rand entlang. So. Und dann jeweils nochmal in die linke und in die rechte Ecke. Und überall, wo jetzt so dieses komische Wasser ist, da machen wir nochmal richtiges Wasser hin mit einem Wassereimer. Dann sieht das nämlich ein bisschen besser aus. So. Und wenn man sich jetzt quasi auf einen Halbstein stellt, dann sieht das so aus, als wäre man quasi bis zum Hals im Whirlpool. Das finde ich jetzt immer ganz nice. Und was wir dann machen, ist, dass wir alles, was jetzt quasi kein Halbstein ist, machen wir zu Soul Sand. Und das wird nämlich dafür sorgen, dass da gleich diese Bläschen nach oben gehen. Dieses typische Whirlpool-Blasendingsbums eben. So. Und dann ist der Whirlpool eigentlich schon fertig. Soweit. Jetzt habt ihr hier nämlich die ganzen Blubberbläschen, die halt so aussehen, als würde das warmes Wasser sein. Und man kann sich hier schön in die Ecke stellen und das dann genießen, wenn man möchte. Und was ich da vorne auch noch gemacht habe, ist so eine Art ja, Sichtschutz, sage ich mal. Und so habe ich dafür einfach schwarze Glasscheiben quasi genommen und die dann hier so lang gebaut. Und ja, das sieht eigentlich auch ganz nett aus, müsst ihr aber natürlich nicht machen. Wie gesagt, das alles nur ein bisschen, um euch zu inspirieren quasi. Und was ich dann noch gemacht habe, ist hier so ein kleiner Übergang. Und so habe ich dafür hier einen Block Quarz hingestellt und dann jeweils drei Halbsteine. Das gleiche hier vorne auch nochmal. Einfach damit das so ein bisschen ein schönerer Übergang ist und das nicht so plötzlich hoch wird quasi. Und jetzt kümmern wir uns um den eigentlichen Pool. So machen wir dafür jetzt einmal hier alle Grasblöcke weg, beziehungsweise machen das alles ein tiefer. Und ja, der Hund bellt perfekt, deswegen erspare ich euch das jetzt mal. So, wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr das auch alles anfangen zu fluten, damit wir hier später keine Strömung haben. Das würde nämlich ein bisschen blöd aussehen, außer natürlich ihr möchtet das unbedingt. Dann könnt ihr es natürlich auch lassen. So, überall ein bisschen Wasser hin. Die Ecken immer nicht vergessen und auch die Treppe hier auf keinen Fall vergessen. Und dann hätten wir das. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir buddeln nochmal und zwar jetzt nochmal zwei Blöcke weg. Und das erspare ich euch wieder. Wenn ihr auch das geschafft habt, dann können wir jetzt damit anfangen, so ein bisschen den Pool zu dekorieren. Und das erste, was ich da immer mache, ist eine bessere Leiter.
Dann nehme ich unter dem Stufenblock quasi nochmal zwei Blöcke weg und stelle dann nochmal zwei Stufen hin und platziere dann da Wasser rein, damit das nicht so doof aussieht. Und jetzt haben wir hier quasi so Stufen in der Mauer, die man dann so hochklettern kann. Beziehungsweise was man hier auch machen kann, sind noch Glasscheiben, beziehungsweise in diesem Fall schwarze Glasscheiben, so rum. Und das sieht dann aus wie so eine Art Geländer, wo man sich so festhalten kann und dann eben nach oben klettern kann, wenn man möchte. Und was auch noch immer ziemlich cool ist, sind Unterwasserlichter. Und zwar nehme ich jetzt mal Seelaternen dafür, weil das einfach ganz gut zu dem Farbschema passt. Die platziere ich dann immer so ungefähr und dann nochmal hier in der Ecke, also beziehungsweise hier in der Mitte und hier dann in diesem Block, damit das einfach noch ein bisschen cooler aussieht. Gerade bei Nacht sieht das ein bisschen besser aus. Und da ist es der falsche, den wollte ich dahin haben. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel Eisentrapdoors zu nehmen und die in die Ecken zu platzieren. Sieht dann nämlich so ein bisschen aus wie so eine Art Abfluss oder ja, Wasserfiltersystem oder sowas. Auch immer ganz cool. Und was ich dann auch hin und wieder mache, sind nochmal Quarzsäulen quasi. Die passen nämlich gerade ganz gut zu dem Farbschema. Und das sieht dann auch nochmal aus, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Wichtiges für den Pool irgendwie vielleicht. Also diese Dinger, wo dann das Wasser rauskommt, das frische Wasser. Oder vielleicht auch, wo Wasser nochmal extra gefiltert wird oder sowas. Kann nicht schaden auf jeden Fall. Und was ich dann noch ziemlich cooles gemacht habe auf der anderen Seite, kann ich euch das mal kurz zeigen, sind diese schwimmenden Luftmatratzen quasi. So sind die auch ziemlich einfach nachzubauen. Dafür braucht ihr nur Teppiche quasi in bunten Farben, die ihr eben benutzen möchtet. Und Falltüren, in diesem Fall jetzt mal zum Beispiel Birke. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier einen hinhaben möchtet, dann tut ihr hier einen Block hin und platziert dann an diesen Block ran quasi eine Falltür. Und an diese Falltür, wenn ihr dann Shift drückt, kann ich das mal zeigen, wenn man dann sneakt und dann nochmal Rechtsklick ran macht, da kann man nämlich so fliegende Wasserscheiben quasi, oh, hoppala, so rum, platzieren. Und die schwimmen da jetzt so, weil man eben in die Wasser reinsetzen kann quasi. Und wenn man da jetzt nämlich den Teppich rauflegt, dann sieht das so aus, als wäre das so eine schwimmende Luftmatratze quasi. Das ist eigentlich ziemlich cool und das gleiche können wir hier auch nochmal machen irgendwo. Vielleicht hier. So. Und dann platziert ihr wieder hier zwei oder drei Trapdoors. Macht dann die Blöcke hier weg. Und immer wenn hier so ein Wasserstrudel quasi entsteht, dann müsst ihr unter dem Block quasi, also das entsteht, weil hier ein Block war und der weggemacht wurde. Und jetzt müsst ihr quasi unter dem Block, den ihr weggemacht habt, nochmal Blöcke platzieren und dann seht ihr, dass das verschwindet. Nur nochmal nebenbei vielleicht, dass ihr das befürstet. Und dann könnt ihr hier auch wieder Teppiche rauflegen und dann habt ihr hier diese schwimmenden Luftmatratzen eben. Was man auch noch machen kann, ist ein kleines Sprungbrett. Dafür nehme ich in diesem Fall jetzt auch wieder Birke, weil das eben vom Farbschema relativ gut passt. Und jetzt muss ich nur die Halbstände davon noch finden. Wo sind sie? Ah, da sind sie. Ich war gerade ein bisschen blind. So, und hier wurde gerade ein Hühnchen gekillt. Das ist ja richtig traurig. Na, egal. So, und zwar platziert ihr dafür hier eine Stufe quasi aus Birke. Dann nochmal hier von dieser Seite eine ran. Das sieht dann so aus. Und dann einfach noch eine Birke dran. Und dann habt ihr hier so einen kleinen Sprungturm, den ihr nehmen könnt. Und dann in euren Pool spülen. Das ist ziemlich cool. Und jetzt könnt ihr halt noch alles mögliche drumherum bauen, wie in diesem Fall zum Beispiel. Da habe ich jetzt noch ein paar Bäume drumherum gebaut, mit Papageien, noch ein bisschen Gras. Dann hier so eine Art Weg mit eben Birkenholz. Ihr könnt aber auch zum Beispiel noch mehr von diesen Teppichen nehmen und die quasi hier nochmal hinstellen. Das sieht dann so ein bisschen aus, als wären das dann irgendwelche Handtücher, die hier irgendwie auf der Wiese liegen quasi. Oder was man auch machen kann, das zeige ich euch mal, ist so eine Art, ja, wie nennt man das? So, wo man die Klamotten neben ranhängt zum Trocknen. Und zwar nehmt ihr dafür dann nochmal einen Banner mit einer Farbe, die ihr euch aussuchen könnt. Und dann in der gleichen Farbe noch einen Teppich. Und dann könnt ihr hier einfach drei hoch Zaun machen, hier auch nochmal. Und in die Mitte dann ein Zauntor, auch in derselben Farbe. Und an das Zauntor platziert ihr dann die Banner von jeder Seite einmal. Und obendrauf tut ihr dann noch einen Teppich. Und das sieht dann so aus, als würden hier gerade irgendwelche Sachen trocknen, die man vielleicht gerade beim Schwimmen noch da angezogen hatte, irgendwie die... Keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die halt nass geworden sind dabei. Und dann könnt ihr jetzt, wie gesagt, noch Bäume drumherum bauen, das Ganze ein bisschen verzieren quasi. Und hier vielleicht auch nochmal so ein paar Halbsteine drumherum machen, dass man hier so eine Art Treppe nach oben hat. Oder wie ich es zum Beispiel da hinten gemacht habe, einfach einen Weg da hochbauen. Und dann war es das eigentlich schon von diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch ein bisschen weitergeholfen. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal #pool in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.